Die Attacke kommt am frühen Morgen. Mit Panzern und Hubschraubern überfallen die russischen Truppen die Marinebasis in Feodossija. Schüsse fallen. Die ukrainischen Soldaten werden mit Lastwagen zu Verhören gebracht. Kurz darauf zieht Kiew Konsequenzen und befiehlt den Abzug. Die Situation ist schwierig. Die russische Seite provoziert uns immer wieder, damit wir anfangen zu kämpfen, um es danach als Vorwand zu benutzen für einen groß angelegten Einmarsch in die Ukraine. Gleichzeitig versuchen wir unter allen Umständen, die Sicherheit unserer Männer zu garantieren. Und das ist eine Schwierigkeit, in der wir uns jetzt befinden. Deshalb haben wir entschieden, uns nicht mit Waffengewalt zu wehren. Militärisch hat Russland damit die Hoheit auf der Krim. So schnell wie möglich will Moskau nun auch die Verwaltung umbauen. Heute wurde neben der ukrainischen Grivna offiziell der Rubel eingeführt. Es ist sehr bequem, großartig. Wir freuen uns, dass es jetzt den Rubel gibt. Einige haben die Wechselkurse verglichen und waren verwirrt. Aber die Leute sind eben noch nicht vertraut mit den Gesetzen. Darum wohl die Beunruhigung. Auch die Schüler müssen umlernen. Die Lehrerin heißt sie in einem anderen Land willkommen. Es ist ihr erster Tag im neuen Quartal. Die Kinder sind als Ukrainer in die Ferien gegangen und kommen als Russen wieder. Für uns ist das natürlich eine große Freude. Ganz reibungslos klappt der Anschluss aber nicht. Am Sonntagabend fällt in mehreren Städten der Strom aus. Moskau vermutet eine Provokation. Ministerpräsident Medvedev fordert internationale Verhandlungen, um die Versorgung der Halbinsel zu sichern. Dem Wunsch nach Gesprächen wird sich der Westen sicher nicht verschließen.